Ja, vielen Dank für die Einladung ans IFO. Vielen Dank für Ihr Kommen. Willkommen nun zu meinem Vortrag, der sich mit der Kostenentwicklung bei erneuerbaren Energien beschäftigt und da vielleicht auch noch einen Beitrag zur Diskussion leistet. In den letzten 3 Jahren, glaube ich, hat sich doch noch mal einiges getan auf Seiten der erneuerbaren Energien, auch auf der Kostenseite der erneuerbaren Energien. Und da will ich noch mal so einen kleinen Einblick heute geben. Vor 3 Jahren bin ich auch so zum ersten Mal in der Projektarbeit mit dem IFO zusammengekommen. Mit Professorin Frau Pittel haben wir an der spannenden Studie Sektorkopplung für Akkatech zusammengearbeitet. War eine ganz spannende Diskussion auch zwischen unserem Institut oder unserem Institutsleiter Professor Henning und auch mit Frau Pittel, wie all diese interessanten Themen, die jetzt auch dieses Jahr so stark auf die Agenda kommen, Sektorkopplung, CO2-Bepreisung, sich umsetzen lassen. Aber ich glaube, das Ganze ist eigentlich nur möglich gewesen, dass wir jetzt auch schon so weit diskutieren, weil die erneuerbaren Energien eigentlich die Basis geschaffen haben, dass wir jetzt darüber diskutieren können, weil die Kosten so schnell runtergegangen sind, was eigentlich niemand so erwartet hat. Ich will starten, wo stehen wir 2019? Wir haben eine installierte Leistung in Deutschland, Photovoltaik 48 Gigawatt, Wind 60 Gigawatt. Es wurde auch schon im vorigen Vortrag erwähnt. Es startet sozusagen der Markt für PV-Anlagen über Power Purchase Agreements ohne jegliche EEG-Vergütung. Es gibt Offshore-Windanlagen, die über Auktionen eine EEG-Vergütung von 0 Euro Cent erhalten werden in der Zukunft, die sozusagen gar keine Vergütung beantragt haben. Wenn man sich das anschaut bei den PPAs, weil es wirklich ein spannendes Thema ist, was dieses Jahr aufgekommen ist, was gibt es da für Themen, für Beispiele? Es gibt kleinere Parks, aber es gibt auch das Beispiel der ENBW mit einem 85 Megawatt Park, auch in Ostdeutschland. Und diese Anlage soll schon nächstes Jahr in Betrieb genommen werden. Ein Jahr Bauzeit ist eigentlich für PV-Parks gar kein Problem, ist sicher auch ein Kostenpunkt, warum die Photovoltaik so günstig geworden ist. Was sind jetzt sozusagen diese Treiber für diese PPAs auf der einen Seite? Auf der einen Seite natürlich, weil die Stromgestehungskosten oder die Erzeugungskosten der Technologien im Bereich 4 bis 6 Cent liegen. Aber auch auf der anderen Seite, die fossile Stromversorgung nicht mehr wettbewerbsfähig ist heutzutage. Einfach mal ein Beispiel der Steinkohleproduktion in den letzten 3, 4 Jahren. Wie hat sie sich entwickelt? In den letzten 3 Jahren ist die Steinkohleproduktion auf 72 Terawattstunden herunter reduziert worden, auch durch die erneuerbaren Energien. Dieses Jahr sind bisher nur 34 Terawattstunden aus Steinkohle produziert worden. Und das Thema Gaskraftwerke kommt im Prinzip seit 2 Jahren auch schon wieder stärker in den Markt, und es hat insbesondere mit dem CO2-Preis, der so langsam ansteigt, im Moment jetzt bei 26 Euro die Tonne liegt, zu tun. Meine Vermutung ist, der Kohleausstieg findet statt mit CO2-Preisen, die ansteigen werden, deutlich vor 2035. Wir müssen uns nichts vormachen, dass wir irgendwie noch einen großen Ausstiegsplan brauchen für die Kohlekraftwerke. Die werden aus dem Markt getrennt, weil sie nicht mehr kompetitiv sind. Gehen wir so ein bisschen ins Detail. Der Punkt 3 ist natürlich, Stromkunden kaufen erneuerbaren Strom. Auch den Punkt hatte mein Vorredner schon detailliert erzählt. Gehen wir mal auf die Photovoltaik und die PV-Modulpreise. Wie sahen die Preisentwicklung nur in den letzten 10 Jahren aus? Natürlich gab es auch noch eine Kostendegression vor 2010. Und wir wissen alle, Photovoltaik ist günstiger geworden. Diese These stützt sich eigentlich ganz stark so auf den Zeitraum 2010 bis 2013. Das sind so die Daten, die wir, sage ich mal, kennen, die wir wissen. Das Interessante ist aber, dass die Kosten hier hinten auch noch mal deutlich runtergegangen sind. In den letzten 3 Jahren sind die Preise so stark gefallen, dass wir inzwischen,
bei Modulpreisen sind, die zwischen 0,25 Dollar bis 0,4 Dollar die Kilowattstunde sind, was 0,2 bis 0,35 Euro die Kilowattstunde entspricht, die Kilowattleistung entspricht. Das bedeutet, der Systempreis der Kraftwerke ist inzwischen bei 0,6 Euro die Kilowattstunde. Bei größeren Anlagen, vor allem die Anlagen, die dann auch für PPAs nochmal interessanter werden, heute schon niedriger. Auch mal so ein Beispiel, warum das überhaupt möglich wurde. Die größte Firma weltweit in China produziert 15 Gigawatt PV-Module jedes Jahr. Wir installieren in Deutschland ungefähr 3. Nur um die Größe oder die Produktionskapazitäten dieser Firma wiederzuspiegeln. Wenn wir uns anschauen, sind diese 0,6 Euro pro Kilowattstunde wert, müssen wir natürlich auch die anderen Technologien uns im Vergleich anschauen, müssen das natürlich auf Kilowattstunden, auf produzierte Energiemenge umrechnen, um ein Gefühl dazu bekommen, wo wir heute bei den Produktionskosten der verschiedenen Technologien stehen. Ich beschäftige mich seit 10 Jahren mit der Analyse, was kosten die Erzeugung aus erneuerbaren Energien, aber auch aus konventionellen Anlagen, was sind sozusagen die Kosten, die heute zu sehen sind, was kann man prognostizieren für die nächsten Jahre. Und ich will da auch jetzt nochmal ein bisschen reingehen, um das Ganze sozusagen von der Kilowatt installierten Leistungskosten auf die Kilowattstunde nochmal herunterzubrechen und zu vergleichen. Und auch nochmal meine These zu stützen, warum konventionelle Anlagen gar nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Kurz, als Wissenschaftler schauen wir uns mal die Formel an, wie die Stromgestehungskosten, die Erzeugungskosten für Strom berechnet werden. Wir haben ja auf der einen Seite Investitionen, wir haben die Betriebskosten, die eben durch die verschiedenen anfallenden Kosten während des Betriebs auflaufen, und wir haben den Energieoutput, den wir teilen, und das Ganze diskutieren wir über Kosten, die für die Finanzierung anfallen, und so bildet sich dann aus diesem Quotient über alle Kosten und alle Erzeugungsmengen über die Lebensdauer der Anlage ein bestimmter Wert, sagen wir 5 Cent. Und diesen Wert kann man vergleichen, ist eine relativ einfache Formel, zeigt aber und stellt erstmal relativ einfach Kosten und erzeugte Energiemenge im Vergleich für die Technologien dar. Sie ist auf jeden Fall einfach zu berechnen und dadurch auch relativ einfach zu verstehen und gibt häufig auch einen ersten Indikator, wie hoch eine bestimmte Vollkosten der Technologie ist oder wie potenzielle PPAs zu gestalten sind. Was wir jetzt angeschaut haben, wir haben uns die Daten von letztes Jahr angeschaut, was sind die spezifischen Anlagenkosten der verschiedenen Technologien. Hier vorne in Gelb die Photovoltaik, dann Wind Onshore, Wind Offshore und die anderen Technologien. Hier die spezifischen Anlagenkosten auch von Braunkohle, Steinkohle, Geodätekraftwerken und Gasturbinen. Das alles haben wir jetzt sozusagen für 2018 zusammengetragen. Die Werte, die ich jetzt für die Photovoltaik genannt habe, liegen schon wieder drunter, unter diesen 600 Euro für Großkraftwerke. Der Markt entwickelt sich also fort. Wenn wir daraus ausrechnen, was sind die Stromgestehungskosten, liegen wir heute bei PV eben für die kleineren Anlagen zwischen 7 und 11 Cent, für die großen Anlagen zwischen 3,7 und 6,7 Cent. Und für Wind zwischen 4 und 8 Cent, Offshore noch ein bisschen teurer. Wenn man sich anschaut, wo liegen die konventionellen Kraftwerke, insbesondere wenn sie neu gebaut werden, weil das sind alles Neuanlagen und keine abgeschriebenen Anlagen. Wir könnten ja mal abgeschriebene Anlagen vergleichen, dann wären wir bei der Photovoltaik bei 0 Cent, bei Windkraft bei 0 Cent und bei den konventionellen sicher über den 0 Cent. Aber wenn wir uns Neuanlagen anschauen, liegen wir bei den konventionellen Anlagen, und
Hier sind auch die ganzen Brennstoffe integriert, eben für die etwas, für die Technologien, die mit höheren Vollerstunden, also die Technologien, die länger laufen, im Bereich zwischen 5 und 8, 9 Cent, für Gasturbinen, die nur kurzfristig laufen, deutlich darüber, weil sie eben nur sehr wenige Stunden im Markt laufen. Wir haben hier gerechnet, also die obere Grenze sind eben Anlagen, die nur 500 Stunden laufen. Wenn man sich das Ganze dann anschaut, wie könnte sich das in die Zukunft entwickeln, kann man, das muss man sich natürlich anschauen, insbesondere bei den erneuerbaren Energien. Wie entwickeln sich die spezifischen Anlagenkosten? Auf der konventionellen Seite muss man sich natürlich anschauen, wie entwickeln sich die Brennstoffpreise. Und das haben wir getan. Wir haben hier bei den konventionellen eigentlich relativ stabil gelassen, außer die CO2-Preise. Auf der erneuerbaren Seite haben wir mit Lernkurven gerechnet. Man hat sozusagen wissenschaftlich gezeigt, dass PV und Wind nach Lernkurven sich in den letzten Jahren, das heißt durch technologisches Lernen, entwickelt haben und so die spezifischen Anlagenkosten heruntergekommen sind. Wenn wir uns das anschauen, wie das in der zeitlichen Entwicklung bis 2035 hier auf der unteren, auf der X-Achse sozusagen immer eine Anlage, die in dem Jahr neu gebaut wird, entwickelt und wir sozusagen heute bei dem heutigen Stand starten, werden wir die Entwicklung sehen, dass die konventionellen immer teurer werden. Wir werden, was relativ interessant ist, sehen, dass die Gaskraftwerke günstiger werden im Vergleich zu Braunkohle und Steinkohle aufgrund der CO2-Bepreisung, die wir auch berücksichtigt haben, dass sie ansteigt und durch die geringeren spezifischen CO2-Emissionen der Gaskraftwerke werden sie kompetitiver. Und man sieht diese ersten Effekte derzeit schon im Strommarkt, in dem die Volllaststunden der Gaskraftwerke wieder ansteigen und die Steinkohlekraftwerke abnehmen. Was sieht man auf der anderen Seite? Photovoltaikanlagen, Freiflächenanlagen werden in Zukunft Strom zwischen 2 und 4 Cent produzieren. Wir werden also ähnliche Strompreise wie Kohlekraftwerke auch in China erreichen. Wacker kann sozusagen auch in Zukunft Strom, zumindest tagsüber, wenn er direkt verbraucht wird, für 2 Cent produzieren. Bei der Windkraft ist es nicht ganz so positiv, die Entwicklung. Das ist der Balken, der hier so dunkel dahinter liegt. Es ist ein relativ konstanter Level. Hier geht es insbesondere darum, neue Flächen sozusagen übers Repowering wieder für neue Anlagen zu erreichen. Hier ist aber die Kostendegression nicht ganz so gut abzusehen, nicht so positiv abzusehen. Bei der Offshore sinken die Kosten noch deutlicher, weil einfach dort durch das Lernen der Anlagen, die Installation der Anlagen wird einfacher, die Wartung wird einfacher, die Firmen lernen sozusagen durch die ersten Anlagen hier die Kosten zu reduzieren. Biogas kann ich meinem Vorredner eigentlich auch zustimmen, wird weiter schwierig bleiben und nach unseren gesamtenergiesystemischen Betrachtungen wird es auch in Zukunft nicht so viel Sinn machen, das Biogas zu verstromen, sondern eher für sinnvollere Anwendungen zu nutzen. Ja, hier ist noch die Legende zu den Technologien. Was sind die Auswirkungen auf die Märkte? Ich möchte jetzt so ein bisschen mir anschauen, nochmal auf die PPA-Preise bzw. auf die Auktionen eingehen. Was sieht man hier? Die weltweite Entwicklung durchschnittlicher PPA-Preise von Solar und Wind. Man sieht sozusagen, wie stark auch weltweit der Markt ansteigt. 30 Gigawatt wurde in den letzten 3 Jahren circa über Auktionen und PPA-Preise vergeben und die Preise weltweit eben im Durchschnitt bei 5 Dollar Cent oder 50 Dollar pro Megawattstunde oder 5 Dollar Cent pro Kilowattstunde. Wenn man sich die Entwicklung der Ausschreibungen in Deutschland anschaut, das System hat 2015 gestartet, wir sind jetzt 2019, der Preis liegt inzwischen bei 5 bis 6 Cent. Hier an der einen Stelle mal ein Peak.
wenn man sich das genau anschaut, scheint es hier, dass es eine gewisse, dass die Abfrage etwas groß war in dieser einen Auktion. Es wurden in der Auktion auch 500 Megawatt vergeben, um den Markt noch etwas zu beschleunigen. Im Durchschnitt wurden dann wieder etwas höhere Gebotspreise erreicht. Nichtsdestotrotz ist der niedrigste Gebotspreis auch in dieser Auktion im März 2019 hier unten bei 4 Cent die Kilowattstunde gewesen. Man kann sich aber auch bei Onshore ein ähnliches Bild anschauen. Insbesondere, wenn man sich anschaut, ab 2018 sind die Preise wieder leicht hochgegangen, von 40 Euro die Megawattstunde auf 60 Euro die Megawattstunde. Und wenn man sich jetzt die Balken anschaut, könnte es schon eine Idee geben, woran das liegt. Die Flächen scheinen hier begrenzt zu sein. Das Problem ist, es werden gar nicht mehr so viele Projekte sozusagen in die Auktion hereingegeben und der Markt ist gar nicht mehr so kompetitiv, wie er mal war. Hätten wir natürlich wieder jemand vom BMWi da, könnten wir natürlich sagen, dass das ganze Thema Genehmigungsverfahren und Flächenbegrenzung anzugehen ist und sowohl bei Wind Onshore, aber auch bei den Freiflächen ein gewisses Problem darstellt, an dem zu arbeiten ist. Gucken wir uns mal an, es gab auch schon Auktionen, wo Wind gegen PV geauktioniert wurde. Jeweils 200 Megawatt wurden ausgeschrieben, jeweils ca. 200 Megawatt bekam den Zuschlag, aber Solar, keine Windkraftanlage hat hier den Zuschlag bekommen. Der durchschnittliche Gebotspreis lag zwischen 4,5 und 5,5 Cent und der niedrigste Gebotspreis nochmal jeweils 1 Cent circa darunter. Wir zahlen also für diese ganzen Anlagen 4 bis 5 Cent. Wenn Sie die Message mitnehmen, reicht es mir völlig aus. PV und Wind aus den Anlagen werden über kompetitive Auktionen und PPAs im Moment bei 4 bis 5 Cent die Kilowattstunde gehandelt. Was könnte die Situation im Energie- oder Strommarkt weiter verändern? Ich habe hier ein Bild von dem Batteriespeicher mitgebracht. Wir haben uns nicht abgestimmt, muss ich dazu sagen, hatten überhaupt keinen Kontakt. Aus meiner Sicht, die Batteriespeicher können den Strommarkt weiter verändern. Wir haben einfach mal durchgerechnet, für einen Haushalt, eine PV-Anlage, Strom geht direkt in den Haushalt, geht ins Stromnetz, geht aber in die Batterie auch hinein. Und ich möchte jetzt quasi vorstellen, was kostet denn die Energie, die auf diesem Pfeil vom Haushalt konsumiert wird. In die Kosten sind aber auch, ist sozusagen auch dieser Pfeil integriert. Also sind die Kosten der Batterie und die Kosten für den Haushalt, für die PV-Anlage, für den Teil, der in die Batterie einspeist, integriert. Die wichtigsten Annahmen, heute kosten diese Batteriespeicher so zwischen 600 und 1200 Euro die Kilowattstunde. Wir werden das jetzt gleich vergleichen mit Werten von 200 bis 600 Euro die Kilowattstunde. Das ist noch eine relativ konservative Abschätzung. Wir haben auch einen einmaligen Ersatz der Batterie berücksichtigt. Wenn wir uns das anschauen, wie sieht es 2018 aus? Hier ist erstmal der Preis, wie die PV-Anlage den Strom erzeugt. Das ist sozusagen der Preis durch die Batterie geschleust. Wir sehen, der Preis liegt so zwischen 20 und 40 Cent. Ist noch nicht so ganz klar, warum so viele Leute sich einen Batteriespeicher kaufen. Häufig liegen die Batteriespeicher hier oben. Sie möchten einfach einen Batteriespeicher haben. Wie sieht es aber 2030 aus? Der Preis für diese Batteriespeicher, durch den Strom durch den Batteriespeicher gespeist, wird zwischen 10 und 20 Cent liegen. Meine These ist, dass es Utility-Scale PV und Batteriesysteme in 2030 5 bis 10 Cent kosten wird. Komplett dispatchable Kraftwerk im Prinzip, komplett regelbares Kraftwerk wird dann im Prinzip für 5 bis 10 Cent Strom erzeugen können. In 2030. Wir sind da noch nicht in 2050. Ich vermute mal, das wird in 2030 schon der Fall sein. Was sind die Auswirkungen auf das Energiesystem? Ist ja sozusagen der Annex von meinem Vortrag.
Die Frage ist, was sind die Auswirkungen von falschen Erwartungen? Schauen wir uns mal an, was die EEA sagt. Ein Kollege hat sich, nicht am Fraunhofer ISE, bei Twitter, hat sich die Mühe gemacht, die installierte Leistung weltweit der PV-Kapazität aufzutragen, ist die schwarze Linie. Und dann die jeweiligen Prognosen der IEA, das ist der World Energy Outlook. Der World Energy Outlook prognostiziert immer fortschreitend die installierte PV-installierte Leistung als konstant in den nächsten 10, 20 Jahren. Egal wie viel installiert wird, immer was installiert wird, bleibt konstant. Interessant. Das Vorgehen. Was erwartet, wir können ja auch sagen, der World Energy Outlook, okay, das ist der World Energy Outlook, die IEA. Was erwarteten wir denn vor 10 Jahren? Schauen wir uns an, BMU, also Bundesministerium für Umwelt, Leitszenario, Leitstudie, bekannte Studie vor 10 Jahren. Was erwarteten wir? 2020 PV bei 15 Cent, in 2050 bei 9 Cent. Zu was führt es, wenn wir solche Erwartungen haben? Es führt dazu, dass in 2050 PV keine Rolle spielt. Wir sind inzwischen wo ganz anders. Die Studie, ja, ist immer wieder interessant, sich anzuschauen, aus historischen Gründen. Schauen wir uns doch an, was wir aktuell für Erwartungen haben in den Langfristszenarien. Ähnlich wichtige Studie, relativ neu. Ich hatte sie natürlich mitgebracht, weil es BMWi auch da ist. Schauen wir mal an, was es BMWi erwartet. Veröffentlicht 2017. PV-Kosten in 2050 identisch wie heute. Und jetzt kommt der Kracher. Batteriekosten werden angenommen mit Speicherdummies. Kostenpunkt Euro 1100 pro kW. Was ich sagen möchte, wir müssen aufpassen, was wir für Erwartungen in unsere Planung reinmachen und dass wir nicht, wenn wir die falschen Erwartungen haben, auch zu falschen Planungen kommen. Die Erneuerbaren sind bereit, die Energiewende zu realisieren. Wir haben fortschreitend der Überlegung, die wir in der Akatech-Studie mit Frau Pittel gemacht haben, unser Modell, unsere Systemanalyse weiterentwickelt. Neueste Zahlen bei uns für 2050. Wir analysieren das ganze Energiesystem auf Stundenbasis für Deutschland. Es sind auch 100 Gigawatt Gaskraftwerke in dem Ergebnis drin. Aber es spielt gar keine Rolle. Diese Gaskraftwerke sind günstig für die gesamte Energiewende. Das sind Peanuts. Was ich eigentlich zeigen will, in 2050 brauchen wir 400 Gigawatt PV, 200 Gigawatt Onshore, 80 Gigawatt Offshore, um die 95% Ziele zu erreichen. Wir werden dann auch 300 Gigawattstunden Batterien in diesem System haben, um sozusagen das System auszubalancieren. Es wird also eine Kombination aus den Erneuerbaren, aus Batteriespeichern, aus Sektorkopplungstechnologien, auf die ich jetzt heute nicht eingehen werde, auch aus konventionellen Kraftwerken, die aber dann mit synthetischen Kraftstoffen oder Wasserstoff oder irgendwas betrieben werden, ausbalanciert werden, aber es wird sich stark in diese Richtung ändern und maßgeblich werden die günstigen Kosten dafür verantwortlich sein, dass genau diese Technologien mit eine Rolle spielen. Komme ich zum Fazit, zum Ende. Die Kosten von Erneuerbaren sind niedrig und werden aber weiter sinken. Sie nehmen heute schon eine zentrale Rolle ein in der Energieversorgung oder in der Stromversorgung und der weitere Entwicklungspfad ist nicht zu unterschätzen. Kurz noch ein Punkt. Welche Technologien könnten folgen? Vielleicht Wasserstoff? Vielleicht? Vielleicht noch was zu den Kosten. Der Ausbau für die Erneuerbaren sind überschaubar. Wir geben heute 60 Milliarden für fossile Brennstoffe aus. Primärenergie wird in 2050 eigentlich nur größtenteils über diese drei Technologien voraussichtlich erfolgen. Wenn wir in 2050 15 Gigawatt, 5 Gigawatt Onshore und 3 Gigawatt Offshore installieren in dem Jahr und auch in den anderen Jahren außenrum natürlich, aber nur die Kosten in 2050 werden wir 10 Milliarden für die PV, 10 Milliarden
für Onshore und 10 Milliarden für Offshore zahlen, 30 Milliarden. Unsere Primärenergie wird nur 30 Milliarden Euro kosten. Natürlich brauchen wir dann noch die Systemkosten etc. Das sind aber die eigentlichen Kosten für die Energiewende. Die Erneuerbaren, für die 30 Milliarden auf der Primärenergieseite sind es sicherlich nicht. Vielen Dank und ja, schöne Diskussion. Dr. Kost, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wir haben jetzt, wenn ich das im Zeitplan kurz zeigen darf, ja eine ziemlich lange Kaffeepause vorgesehen. Die können wir kürzen, nicht? Also wir könnten jetzt sagen wir bis 15.30 Uhr diskutieren und nur eine halbe Stunde Kaffeepause, wie auch ursprünglich vorgesehen war. Jetzt hat sich Professor Buchholz als erster gemeldet. Mikrofon brauchen wir auch. Ja. Wolfgang Buchholz, Universität Regensburg. Also ich habe mich gefragt, was für ein Szenario da eigentlich bei Ihrer Langfristprognose hintersteckt. Kurz gefragt, wie viel Prozent des Stroms, also insgesamt Elektrifizierung stattfinden, soll dann in Deutschland produziert werden und wie viel soll in irgendeiner Form importiert werden? Und da komme ich jetzt zu dem heißen Thema, das ist auf einmal jetzt da hochgekommen, der Wasserstofftechnologie. Wenn Sie beim heutigen Stand des Preises für Solar- und Windenergie, und das haben Sie ja sehr schön beschrieben, wie der im Verlauf der Zeit gesunken ist, sich überlegen, wie viel heute dann die Wasserstoffproduktion kosten würde. Was käme dann raus? Wären die Preise höher als die, die Sie ja auch wieder angegeben haben, für Batterietechnologien? Ich habe das Gefühl, bei Wasserstoff gibt es doch sehr viel Unsicherheit. Wird es so hochskalig? Ganz banal, wie sieht es heute aus? Wie sieht es heute aus? Sie haben ja gesagt, okay, bei Batterien ist der Preis heute so hoch. Da wurde immer auch irgendwie überschätzt, aber es ist doch niedriger, okay. Und dann frage ich mich einfach, wie würde das heute aussehen bei diesen doch wirklich extrem niedrigen Erzeugungskosten für die Erneuerbaren mittlerweile, gerade wenn das in sonnenreichen, windreichen Gegenden erzeugt wird, wie steht es da mit Wasserstoff heute? Da kann man dann im zweiten Schritt darüber reden, welche Zukunftsperspektiven man da eben vermuten könnte. Also unsere Rechnungen zeigen, dass der Preis im Moment so bei 200 bis 300 Euro die Megawattstunde Wasserstoff liegt. Und unsere Prognose, aber bei Wasserstoff sehe ich sehr viel Unsicherheit, ist so, dass sie auf 100, 120 Euro die Megawattstunde runtergeht. Aber klar, also ob Wasserstoff kommt, ist sicher eine der eher größeren Unsicherheiten im Energiesystem. Sie haben bei der Preisentwicklung für die Modulpreise eine klitzekleine Kleinigkeit übersehen. Das, was die Module da liefern, das ist Strom ab Werk. Was wir aber hier aus der Steckdose brauchen, ist stromfrei Haus. Und dann sind wir genau wieder da zwischendrin. Da ist halt jetzt in so einem konventionellen Kraftwerk, da fährt der Zug die Kohle hin oder da kommt der Gaspipeline und dann ist der Speicher jederzeit gegeben. Der Speicher ist bei Ihnen nicht gegeben. Das heißt also, Sie müssen mindestens um Faktor 10 oder 100 höher rechnen, wenn Sie in dem Umfang Speicher haben wollen. Ich kenne Projekte, wo jemand so Zwei-Richtungs-Großkraftwerk vorschlägt, wo man also auf der einen Seite Wasserstoff hat, auf der anderen Seite den Strom und dann sind da irgendwelche Speicher drin, die brauchen dann einmal eine Minute und andere eine Sekunde. Das sind dann 10 Megawatt für so ein Gaskraftwerk von 700 Megawatt. 10 Megawattstunden, aber bei dem Strom, den man dann braucht, dann kriegen sie das halt nicht für irgendwas 12 Millionen, sondern da zahlen sie dann 100 oder 200 Millionen, weil sie müssen das ja mit Supercaps machen. Da geht nichts mit irgendwelchen Ionenakkus und so. Also die ganzen Projektionen basieren auf absolut grundlegend unhaltbaren Prämissen. Da wird nie was draus.
Ich glaube, das Spannende an dem Energiesystem der Zukunft ist, dass es eben aus verschiedenen Quellen basiert. Und diese Quellen, und wir sehen das heute schon, wenn wir den Strommarkt verfolgen, werden einmal die eine Technologie, mal die andere Technologie, das Gesamtsystem stützen. Natürlich müssen wir nicht für jede PV-Kilowattstunde irgendeinen Speicher zur Verfügung halten. Wir haben andere Technologien, wir haben Wind, der zu anderen Stunden weht, wir haben ein Stromsystem, was auch in der Zukunft Flexibilität durch Demand-Side-Management zur Verfügung stellt. Wir werden ein sehr komplexes Energiesystem bekommen, auf jeden Fall, aber die Erneuerbaren werden auch abwechselnd Systemdienstleistungen zur Verfügung stellen, die heute auch schon anfangen und zusammen werden sie das Stromsystem stützen. Davon bin ich fest überzeugt und wie ich vorher gesagt habe, vielleicht auch da nochmal mit einem Punkt aufzuräumen, wir sagen immer bei der Photovoltaik, es gibt 1000 Vollerstunden, beim Wind gibt es 2000 Vollerstunden, bei Offshore gibt es 4000 Vollerstunden. Das sind aber Vollerstunden. Sie sagen ja auch nicht, es scheint jedes Jahr 1000 Stunden hell. Natürlich ist es 3.000 bis 4.000 Stunden hell. Diese 1.000 Vollerstunden sind auf 3.000 bis 4.000 Stunden verteilt. Diese Anlagen speisen ja auch nicht morgens um 9 zu 100% ein, sondern mit 20%. Genauso bei Wind Offshore. Das Interessante ist ja, dass sie 4.000 bis 5.000 Vollerstunden haben. Das bedeutet aber, der Wind weht 7.000 Stunden lang. Wenn wir jetzt eine installierte Leistung bei Wind beispielsweise von 250 Gigawatt haben, da können Sie davon ausgehen, dass jederzeit überall ein bisschen Wind weht, dass immer eine gesicherte Leistung von Wind da ist. Es gibt dazu zahlreiche Untersuchungen, wie da das Energiesystem zusammenspielt, auch wie der Wind unterschiedlich örtlich verteilt ist, wie die Sonne unterschiedlich örtlich scheint und all diese Komponenten werden... Rednerliste für Frau Otten ist jetzt... Auch all diese Komponenten werden in Zukunft vernetzt, Informationen zusammenspielen und jeder zu seiner Zeit das Energiesystem versorgen. Ja, ich würde gerne nochmal, Sie hatten das ja sehr abhängig davon gemacht, wie auch die Präsenz der verschiedenen erneuerbaren Energien in den verschiedenen Märkten ist, wie die Kostenentwicklung ist. Für mich eine Frage bei der Windenergie, die ja sehr moderat nur Kostenverbesserungen aufzeigt in ihrem Modell. Würde sich das signifikant ändern, wenn die Flächenbereitschaft in Deutschland variiert, also beziehungsweise wenn zum Beispiel Bayern die 10H-Regel abschaffen würde, also wenn der südliche Raum stärker sich öffnen würde, also das wäre eine Option, also wie würden sich die Gestehungskosten merkbar ändern oder ist das egal? Und die andere Frage, die ich habe, und zwar bei den die Dünnschicht zählen dort gehabt. Frage ist, wie ist es denn mit den organischen PV-Anlagen? Sind die dort, spielen die eine Rolle bis 2050? Insbesondere dann, wenn sie ja über 400 neue Gigawatt, brauchen wir auch Fläche und da wäre dann ja eben zum Beispiel organische PV-Anlagen interessant, weil man ja zum Beispiel auf Häuserfassaden gehen könnte. Also sind die dort berücksichtigt oder nimmt man die raus? Also bei Wind ist es schon so, dass man in den letzten Jahren sieht, dass die Gesamtkosten einfach nicht sinken, weil die Gesamtprojektkosten konstant sind, weil die Nebenkosten so hoch sind oder zumindest auch ansteigen, weil die Projektentwicklungskosten so hoch sind. Also ich denke, wenn da die Flächen und die Genehmigungsverfahren schneller und einfacher sind, fallen da auch die Projektnebenkosten deutlich günstiger aus. Weil die Anlagen auf der einen Seite schon alle größer und günstiger werden. Man sieht da immer noch den leichten Trend, aber die Projektkosten eben nicht mehr so stark fallen und würde sicher was helfen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, dass bei Wind schon auch natürlich die Standortqualität eine deutlich höhere Rolle spielt als bei PV. Bei PV, ja, ist das auch bekannt, genau. Bei der Photovoltaik sieht man eigentlich eher den Trend, dass sich eine Technologie irgendwo auch durchgesetzt hat, das kristalline Silizium. Dort ist es eigentlich so, dass die Wirkungsgrade auch in Zukunft noch weiter steigen werden. Genau.
Oder monokristalline ist eigentlich, ist beides, beides hat sich durchgesetzt, beides hat so seine Anwendung. Was wir noch sehen werden, ist auf jeden Fall, dass die Module, daran arbeiten wir gerade am Institut, nicht nur so blau aussehen, dass sie auch Farben bekommen. Das war früher so ein Thema eben von den organischen oder anorganischen Solarzellen, dass sie auch farblich sein könnten. Jetzt haben wir es geschafft, dass die auch eine Farbe einnehmen können. Und beispielsweise hatten wir jetzt ein Beispiel auf der IAA vorgestellt, wo eben das Dach des Fahrzeuges auch mit PV in dem Dach oder in dem Glasdach von den Fahrzeugen integriert werden kann. Und dort kann dann sozusagen die Farbe der Solarzellen auch farblich aufs Auto angepasst werden. Also es gibt auch noch diesen Trend, dass die Technologie sich, wie sie auch aussehen wird, noch verändern wird. Ich glaube nur, was die Standardtechnologie aussieht, das kristalline Silizium hat sich eigentlich durchgesetzt und gut, ich glaube, das müssen Sie jetzt beim Kaffee weiter diskutieren. Hier ist die nächste Wortmeldung. Zunächst mal war sehr erfreulich, Herr Dr. Kost. Herr Dr. Kost, was Sie vorgestellt haben, Photovoltaik, dass die Preisentwicklung in eine richtige Richtung geht, aber noch einmal, die 2 Cent sind in China das, was der Kunde bezahlt im Netz und nicht das, was ins Netz geliefert wird, wo so 3,7 Cent rauskamen. Ich bin aber bei einem Punkt, Sie haben dann die Batterien gezeigt, aber da haben Sie nicht dazu gesagt, ja, wie lange ist das jetzt von einem Tag Nachtspeicher oder geht das mit den Batterien dann vom Sommer, dass man im Winter genug Strom hat? Das ist ein Punkt, das würde mich interessieren, wie Sie das wirklich gerechnet haben, weil sonst kann man mit den Kosten nichts anfangen. Sie haben nichts dazu gesagt. Und last but not least, ich möchte noch einen Wermutstropfen einbringen für alle, die es noch nicht wissen. Windenergie wärmt das Land. Der Messwert beim größten Windpark in Texas ist 0,73 Grad Celsius. Und diese Erwärmung bekommen wir natürlich auch 100 Kilometer Küstenbreite im Norden des Landes. Und diese Erwärmung wird bekämpft durch weniger CO2. Also irgendwo, meine ich, muss man da auch aufpassen, ob wir das Richtige tun und ob wir weiter die Fledermäuse sterben lassen durch die schnellen Luftdruckschwankungen. Also Windenergie hat für mich große Wehwehchen und wir haben ein Institut für Klimafolgenforschung, aber die schauen nur die negativen Sachen auf der einen Seite an und auf der anderen Seite wird das völlig weggeschoben. Und das stimmt nicht, da ist irgendetwas Oberfall, wenn Sie mich fragen, und es fehlt auch beim Klimamodell der wissenschaftliche Diskurs, sonst würden nicht so viele Wissenschaftler die Mitarbeit schon gestrichen haben, die sie beim IPCC mehr hatten. Ich kenne einige davon. Zu der zweiten Frage kann ich relativ wenig sagen, weil ich da mich nicht auskenne. Zur ersten Frage, die Batteriespeicher werden natürlich keine größeren Zeiträume überbrücken. In unseren Analysen wird es aber auch gar nicht notwendig sein, dass wir saisonale Speicher haben. Die Erzeugung aus erneuerbaren Energien ist gar nicht, es gibt diese Dunkelflauten von 3 Wochen einfach nicht. Wir sehen sie in unseren Daten nicht. Wir haben in unseren Analysen immer die Wetterjahre 2011, 12, 13, 14, 15 alle mit ihren Wetterereignissen integriert und die Wetterereignisse nehmen wir sozusagen auch mit in die Zukunft und dort sehen wir diese Events gar nicht. Natürlich brauchen wir, haben wir auch Perioden, wo 1-2 Wochen dann auch die dann synthetisch betriebenen Kraftwerke laufen und das System stützen. Das sind aber auch nicht viele Betriebsstunden, warum der Effekt auch nicht sonderlich teuer ist. Ansonsten gleicht sich alles relativ viel innerhalb von wenigen Tagen aus, sodass diese Batteriespeicher relativ kurzfristig entladen und geladen werden können. Häufig sogar 2-mal am Tag, so werden auch heutzutage Pumpspeicher betrieben. Im Vergleich zu früher, wo es nur einmal war, ist es heute viel angenehmer, dass sie durch diesen Morgen-Abend-Peak bzw. Nachtwind tagsüber PV viel häufiger dann geregelt werden. Batteriespeicher, die längere Zeit speichern, die wird es sicher nicht geben. Das ist natürlich viel zu teuer. Also da müssen wir dann auch Richtung synthetische Kraftstoffe gehen. Falls es diese Situation wirklich gibt, ich bezweifle es stark, dass es die gibt. Das bezog sich, glaube ich, auf den zweiten Punkt. Zu dem kann ich nicht viel antworten. Also ich habe jetzt noch eine letzte Meldung vor der Kaffeepause.
Doch, wenn Sie sich kurz halten, wir haben noch 3 Minuten. Ich habe nur eine kleine Frage bezüglich Ihrer Kosten bei der Windenergie. Die ist ja, die funktioniert ja nicht. Der Wind weht zwar, aber sie funktioniert nicht, weil es zu viel Widerstand gibt. Und es könnte ja sein, es wird ja auch jetzt im Moment diskutiert, ob man vielleicht die Genehmigungsverfahren verändern muss, damit das alles viel leichter geht. Es ist ja nicht nur eine Frage, ob Flächen da sind, sondern ob die auch sozusagen, ob das auch alles angenommen wird. Und das könnte doch die Kosten auch nicht unerheblich beeinflussen. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist, das ist ja sehr eindrucksvoll, wie Sie das alles geschildert haben, aber die Daten sind natürlich jetzt schon wieder einige Jahre zurück, was ja ganz gar nicht anders sein kann. Und wenn man sich die Entwicklung des Klimas in den letzten 2-3 Jahren anschaut, könnten sich ja da schon auch Veränderungen, die auf die Kosten durchschlagen, ergeben. Durch die Stichwort Dürre, Hitze und so weiter. Ja. Dankeschön. Bezüglich der Akzeptanz der Anlagen, glaube ich, ist ein Aspekt, dass die Regionalität wichtig ist. Ich glaube, dass sozusagen, dass die Konsumenten oder die Investoren sozusagen aus der Kommune oder den Anrainern kommen, beteiligt werden müssen, ein ganz wichtiger Punkt ist, um sozusagen diese Anlagen fliegen zu lassen. Ich glaube nicht, dass es diese großen 100-MW-Parks in der Nähe von bayerischen Dörfern ohne lokalen Investor geben wird. Vielleicht 20 MW mit lokalen Investor. Ich glaube, diese Struktur ist einfach wichtig. Ich glaube, diese Integration, das Mitmachen, das Beteiligtsein ist eben wichtig, um die Anlagen zu realisieren. Und ich glaube, es muss da Modelle gefunden werden, wie solche Konzepte, wie die funktionieren. Ich glaube, auch das System wurde gerade bei Genossenschaften auch gerade so ein bisschen hinterrücks ausgetrickst und so, aber es muss ein faires, gutes System geben, eben mit guten, wahrscheinlich guten Nachweisen, wie die Eigentümerstruktur ist, um solche Projekte einfach fliegen zu lassen. Was wäre der Punkt, wo Sie glauben, dass die Kosten dann steigen? Achso, genau, dass die Genehmigung, also dass die Implementierung, denke ich, dass es einfacher wird. Ich dachte, Sie werden sinken, je mehr sozusagen die Akzeptanz da ist und das alles in relativ kurzer Zeit durchsetzbar ist. Im Moment sieht es aber nicht so besonders gut aus mit der Akzeptanz, das muss man jetzt auch ganz klar sagen. Und das könnte wiederum auch gerade auf der Investitionsseite dazu führen, dass die Kosten steigen, weil man sagt, es dauert alles viel länger. Genau. Man macht unter Umständen Investitionen, von denen man gar nicht weiß, ob sie überhaupt jemals wieder, nicht? Sonst haben wir solche Situationen wie in Mülheim-Kärlich, wo Millionen investiert oder Milliarden investiert worden sind. Das Ganze war für nichts. Womit ich jetzt nicht für die Atomenergie sprechen will, sondern ich will nur sagen, dass solche Verfahrensprobleme, die zunächst mal also als relativ förmlich erscheinen und so, die können schon auch die Kosten beeinflussen. Ja. Dankeschön. Genau, es bezog sich auf den Punkt, den ich vorher auch schon ausgeführt habe. Also sehe ich genauso, ja. Ja, vielen Dank für Ihre Diskussionsbeiträge. Vielen Dank, Herr Dr. Kost, für den sehr interessanten Vortrag.